Sind wir besessen? Nee, aber scheinbar sind alle anderen besessen. Ethan's family against him. The grandfather was trying to resist. Age helps against those things that feed on hate. Not because of wisdom or experience, because the old are tired. Their hate is less useful. Hm. Okay. Ja, krass. Kurze Frage. Sag mal, die Falle am Anfang, hatte die jetzt irgendwas damit zu tun? Oder haben wir da vorne schon irgendwas nicht gefunden? Ich glaube, da vorne haben wir die Puzzleteile nicht gefunden, um das aufzudecken, was da vorne gewesen wäre. Sollen wir jetzt da noch hin? Von mir aus, warum nicht? So, okay, was haben wir hier vielleicht jetzt übersehen? Ohne Distel oder irgendwas? Ich weiß nur nicht, ob wir denn noch irgendwie mal auch vom Weg abkommen müssen, um irgendwie vielleicht noch... Ach so querfeld einlaufen meinst du? Ja, ja, weil die Fallen werden ja wahrscheinlich irgendwie, also falls es noch weitere Fallen geben sollte, was ich nicht hoffe, werden die ja nicht auf dem Weg platt... Da, guck mal, da links, da war eine Falle im Gras, hast du es gesehen? Da, siehst du das? Was? Ist das... Oh, ich dachte, das wäre die andere. Ich dachte nicht, dass das eine Bärenfalle ist. Ah, okay, cool. Ja, okay, eigentlich nicht so. So eine Bärenfalle einfach da so cool, finde ich nicht so cool. Naja, die Frage ist, was soll die fangen? Bären? Sind hier Bären? da. Oh, die ist aber Alter, fies. Was ist denn das für eine Booby Trap, ey? Das ist ja mal fies, das Ding. Aber okay, gut, wir sollen jetzt anscheinend Fallen finden. Ich wäre hier einfach hingelogen gerade. Also, ich so, Benni, du musst mal sagen, bei mir ist die Textur leider so ein bisschen matschig. Ja. Jo, du siehst es ein bisschen besser, dadurch, dass wir über dich quasi zocken. Ja. Falls du noch irgendwo was erkennst, irgendwie, sage mir Bescheid, führe mich. Ich brüll dich an. Aber nee, bitte nicht, das möchte ich nicht. Ich weiß, du bist sensibel. Nein, ja, aber aktuell sehe ich nichts. Das sieht alles, ja, wie im Wald aus halt, ne? Ohne Fallen. Das ist eine Spitzenaussage. Sieht aus wie im Wald alles. Ja, wenn nicht, geh doch nochmal nach rechts, da wo wir vorhin waren, wo wir die erste Falle entdeckt hatten. Okay. Guck mal, wie geil verwittert das aussieht. Nee, wirklich, also die Grafik ist schon wirklich... Gerade eben erzählt er mir noch was von wegen, ich sehe das nur verwaschen und... Und er sagte, die Grafik sieht richtig nice aus. Naja, aber also das kann man schon erkennen irgendwie. Was ist denn das? Eins wird uns wahrscheinlich noch fehlen, wa? Ja. Würde ich jetzt mal so tippen. Und vor allen Dingen, warum sind da so viele Leichen? Na vor allem, welcher Punkt ist das? Wo ist das? Was finden wir da? Achso, da ist die andere Falle. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo unterwegs noch was finden. Das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben, oder? Weiß nicht, wo es ist. Fühlen finde ich komisch in dem Kontext zusammen. So. Show me the truth of this place. Meine Nase. Was denn jetzt? Ist das hier ein Schlachtfeld gewesen oder was? Oh Gott. Oh, guck dir das mal an, Benni. Das ist. Wo? Lesen. Was ist denn da passiert? Text. Saft. Tag für Tag kam ein alter Mann in den Wald, um Saft von den Bäumen zu trinken. Um dorthin zu gelangen, musste der alte Mann an vielen gefährlichen Fallen vorbei. Die Dorfbewohner glaubten, dieser alte Mann würde ein Jade-Amulett im Wald verstecken. Doch der alte Mann wollte, dass die Dorfbewohner das glauben. Denn so würden sie im Wald nach einem Schatz suchen und nicht seinen Saft trinken. Das ist komisch formuliert. In einer kühlen Herbstnacht legte jemand ein Feuer im Wald, das sich bis zum Dorf ausbreitete. Der alte Mann entkam dem Feuer, indem er sich mit Saft bedeckte. Als er zum Dorf zurückkehrte, fand er nur noch die Knochen der Dorfbewohner. Der alte Mann setzte sich hin und weinte, denn fand er noch mehr Saft.
Okay. Ja. Cool. Saft. Das ist eine nette Geschichte. I told you, you can't be here. But Gramp, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. Oh, die Mucke ist so geil. Die ganzen Leichen sind weg. Also. Lesen. Mhm. 1 von 2. Ein Toter bei Hausbrand von Jeff Jomo. Bayfield County. Ich finde die Schrift extrem schwer zu lesen. Mittwochmorgen wurde ein historisches Haus in Red Creek Valley durch ein Feuer beschädigt. So die Feuerwehr von Bayfield County. Eine sechsköpfige Familie schlief, als der Brand in dem Haus abgelegenen Haus in der 46. Old Orchard Road in Creek Valley ausbrach. Das frühere Albert Vanagriff, was das früher Albert Vanagriff gehörte. Gail Carter, 58, wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Die übrigen Familienmitglieder konnten entkommen. Carters Ehemann Edwin, 62, erzählte den Ermittlern, er sei womöglich mit einer angezündeten Zigarette in seiner Hand eingeschlafen. Oh, das ist aber eine miese Kiste. Ja, sagt man immer. Soll man nicht machen. Nicht im Bett rauchen. Man soll ja nicht rauchen. Feuerwehrleute wurden um 1.22 Uhr zum Unfallort geschickt und verblieben dort bis Mittwoch um etwa 5 Uhr. 4 Stunden später kehrten sie zu dem Anwesen zurück, um Glutnester zu löschen, die wieder entfachten. So, warte mal, kann ich hier irgendwie weiter knipsen? Ja. Nach hitziger öffentlicher Anhörung noch keine Antworten für Vandegrift-Erben von Tom Orton. Bayfield County. Mitglieder der Familie Vandegrift versammelten sich heute erneut im Gericht von Bayfield County, um über das Vandegrift-Vermögen zu verhandeln. Das seit 1961 treuhänderisch verwaltet wurde, als Albert Vandegrift im Alter von 71 Jahren bei einem Grubenunglück ums Leben kam. Die Nachwirkungen zerstörten beinahe Vandegrift Industrial und schadeten der lokalen Wirtschaft schwer. James Vandegrift, 38, aus Chicago, behauptete, die Ansprüche seines Vaters wären unverschämt gewesen und viele Vandegrift-Familienmitglieder hätten persönliche Gründe, nicht in Red Creek Valley auf dem Vandegrift-Anwesen zu leben, wie im Testament des älteren Vandegrift festgelegt. Das Feuer, es zerstört der Text, ne? Genau, da ist ja der abgebrannte Zeitungsartikel, ne? Guck mal hier, das ist... Er sieht ein bisschen aus wie Opa. Ist Opa einer von den Vandegrifts? Ist Opa nicht, ja? Ja, sind wir, also nicht wir, aber, also er sieht schon aus wie Knüppel-Opa. Ja, genau, also ja, ja, ja. Okay. Würde ich auch sagen. Also ist der Opa King Carter gewesen miteinander? Ist Carter ein Vandegrift? Gute Frage. Okay, also das lag vorhin hier nicht da, als bin ja hier lang gelaufen. Okay, gut, dann haben wir quasi schon mal die düstere Geschichte des Dorfes so ein bisschen angekratzt. Es gab also ein Feuer, bei dem mindestens 6 Leute anscheinend gestorben sind, wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe. Ah, guck mal. Ich könnte jetzt gerade richtig verschwitten. Hier, pass auf. Herr Junger bringt uns Licht ins Dunkeln. Also erstmal Märchenstunde mit Ethan, wegen der Story, was Ethan da geschrieben hatte. Aber sie erklärt es nochmal kurz. Die Carters wohnen im alten Vandegrift-Haus. Carters sind Ethan, Ed, Opa, Gail, bislang. Also aha. Ethan, ne, ist der kleine Junge, Ed war da wahrscheinlich der Bruder, Opa ist halt der mit dem Knüppel, Gail ist seine Frau. Und die wohnen halt in dem Anwesen von den Vandegrifts. Ach so, okay. Wie geht jetzt aus dem Text hervor? Bin ich so bescheuert, dass ich die Leser und die Kraft habe? Tschüss, tschüss! Ich würde sagen, ja, aber ich habe selbst als Zuschauer es nicht gerafft. Aber dafür haben wir den Chat. Oder kennt Herr Junger schon das Spiel? Das weiß ich nicht. Ich sehe wirklich das Thumbnail schon so mit so einer typischen Lokführer-Mütze auf dem Kopf von Steven. Mütze? Nein. No. So, okay, na, dann können wir ja unten weitergehen. Dann haben wir jetzt quasi das erste Areal geklärt, das zweite Areal. Und dann würde ich jetzt hier unten weitergehen. Willst du hier unten weitergehen oder willst du hinten, wo wir den Stein aufgenommen haben, da oben weitergehen? Weil wir müssten, glaube ich, von beiden Seiten rankommen, wenn ich mich nicht täuschen. Weil wir konnten auch hier links auch weiter hoch.
Ja, ja, dann machen wir das. Dann lauf ich oben lang. Und hüpf. Hey, hey, hey. Oh, schon gleich wieder perfekt geparkt hier. Ja, aber lässt du an. So. Aber, ja, nee, machen wir nicht. Da bin ich eigen. Ist der Junge sagt übrigens, weiterfahren. Der Junge sagt übrigens, nein, sie hat mitgelesen. Oder eher. Und schon ist das der Stempel der Blödheit haftet auf unseren Schultern. Unseren Stirnen. Und unsere Gedanken, zumindest deine, waren anscheinend noch bei der Lok. Oh, ich darf gleich wieder Lok fahren. So, jetzt laufe ich hier in den Wald ran. Schön. Nebel. Oh. Wow, das ist ein magic place. Okay. Geht's hier hoch? Oh, diese Knarzen, geil. Gut. Hm. Als Kind habe ich sehr gerne im Wald gespielt. Wir haben so ein Naturschutzgebiet hier bei uns um die Ecke. Kann man richtig geil spielen da drin. Mit Fahrrad drin. War immer cool. Warum? So. It's a stone. It's just a stone. Willst du dem klopfen? Also. Das ist so ein aggressiver Specht. So ein aggressiver Specht. So ein Specht. Was ist denn das da vorne? Oh. Geh mal geradeaus weiter. Du wirst wahrscheinlich gerade noch nicht ganz so sehen, aber so leicht links, da, ja genau da. Geradezu jetzt, genau. Ding mit. Schau mal, was ist das? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn eine Antenne? Das? Ist das so ein Lichtsignal für die Züge? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also. Vor allen Dingen, du hast hier ein Handzeichen drauf. Drück mal rauf, was passiert denn da? Lol. Okay. Aha. Okay. Was ist denn jetzt los? What? What? Renn ihm hinterher! Wer ist er denn? Was ist das? Wer ist dieser Kosmonaut? Wo ist er hin? Wo ist er? Ist er da hoch? Nicht hoch, wa? Ja, also. Aber wen oder was soll er denn jetzt symbolisieren? Das ist der junge Juri Gagarin. Was? Okay. Oder landen jetzt gleich. Der lockt uns doch jetzt irgendwo hin oder was? Das ist doch eine Falle oder was? Sind wir in Wahrheit in der Nähe von Area 51? Ah, komm, ist gleich so, sind wir. Obwohl, der ist schon abgedreht. Sind wir jetzt hier ein Kosmonauten, Außerirdischer oder was? Nee, oder? Also, so möglich ist. Möglich ist alles. Wo ist er hin? Du bist der Guy. Wie sagst du dazu überhaupt? Benny, sagst du dazu Astronaut oder Kosmonaut? Ich wollte gerade die Frage stellen, von wegen, wo ist denn da der Unterschied? Naja, Astronaut ist. Wow, okay, alles klar. Habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ist das jetzt hier so ein Outer Space Ding oder wie? Dead Space 4. Ja, wahrscheinlich. Was, Weiß ich nicht, willst du da. Willst du weiter folgen? Bist du bereit für die Analsonde? Was ist das? Okay. Okay. Sag mal. Okay, was? Das ging schnell. Ist ja viel cooler als die Look. Oh, guck doch mal. Also, das hab ich jetzt. Echt? Jetzt geht's hier im Weltall weiter? Was ist denn das für ein Sprung? Und schon hab ich. Hey. Und schon hab ich so Interstellar-Flashbacks. Ja, der Chat packt sich genauso wie wir uns auch gerade. Was ist hier los? Ja, why the face? Also. Was soll ich hier irgendwas machen? Soll ich steuern? Nee, ich hab. Okay, cool. Ich hab nur Steine fast. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch, Alter. Kannst du denn überhaupt steuern? Also kannst du irgendwie das Ding bewegen oder bewegst du dich nur da drinnen? Ich bewege mich nur hier drinnen. Ich kann mich anspannen. Gegner. Carl Zeiss?
Extraterrestrial Containment Caps. Ach, schön, schön. So, wir hängen jetzt hier wie die anderen hier im Weltall, hört dich keiner schreien. Ich hab mich gerade selber so erschrocken wegen deinem Geschrei gerade. Naja, aber guck doch mal, wir sind am Arsch. Junge. Da seht doch hinten Nebula 5. Na Mensch, da kommen wir. Was sollen wir jetzt hier? Ich weiß nicht. Irgendwas machen? Ah, guck, ja. Ja. Lesen. Da. Fangzähne. Die Bestie hatte Fangzähne, war aber auch schwer und langsam. Als sie das Licht am Himmel sah, wartete sie und dachte, das Licht würde ausgehen, wie die anderen davor. Als das nicht geschah, stand die Bestie auf und ging zu dem Ort, an dem das Feuer noch immer noch brannte. Als das orangefarbene Licht erlosch, nahm es ein neues seinen Platz ein. Dieses war blau, ein helles und reines Blau, das das Geschöpf bisher nur bei den Rändern von Sternen sah. Die Bestie zeigte ihre Fangzähne und das Licht verschwand. Kurz darauf tauchte das Licht zwischen zwei entfernten Bäumen wieder auf. Die Bestie wollte nach Hause gehen, konnte das Licht aber nicht ignorieren. Deshalb verfolgte sie es tiefer in den Wald. Das Licht blieb schließlich auf einer Waldlichtung stehen. Die Bestie betrat den Kreis und spürte dabei keinerlei Furcht. Die Bäume wendeten sich der Bestie zu und zeigten wie Nadeln auf sie. Die Baumwipfel neigten sich und gruben sich in den Boden. Die Stämme und Wurzeln wurden in die Luft gehoben und wie Mauern um die Bestie geschlossen. Als der Boden verschwand, begriff die Bestie, dass sie ihre Fangzähne nie wieder benutzen würde. Eine tolle Alliteration. Schön. Get out of my room, Travis! Stories, stories, always with the stories. Get out! I read the Fangs one. I liked the Beast. At least he gets to leave this goddamn place. Ah, wir haben... Ah, nein! Wir haben jetzt die Geschichte gerade so im... Hat jetzt wie so eine Fantasie des Kindes, die wir gerade gespielt haben. Okay. Ah, na klar, natürlich, wir sind doch hier ins Dings gegangen. Oh, wir sind hier. Gaylord. Gaylord Fokker. So, abstruse Geschichten. Amerikas beste Science-Fiction. Januar 1964, 40 Cent. Mit Yellow Hills of Mars von Douglas Spalding. Sowie Julian Best, Michael Arden, Clarence, Carl Liesel und viele mehr. Travis, Entstellung, Homo-Fürst. Muss ein bisschen schmunzeln. Irgendwie nicht mein Humor, ich muss aber trotzdem schmunzeln. So, das war jetzt nochmal das. Das war das, glaub, oder? Das hatten wir jetzt, ne? Genau. Fangzähne. Okay, ja, ist klar. Ja, cool. Ja, aber genauso haben wir das als Kinder auch gemacht. Wir haben uns irgendwie so was. Das sah nicht so aus wie das hier, was wir gebaut haben. Das war wesentlich krepler, aber ne, das war unsere Rakete. Cool. Schön. Also, schön erzählt, irgendwie, muss ich sagen. So, okay. Und okay. Da ist auch anscheinend diese komische Haltestelle, von der du sprachst. Und um auf deine Fragen zurückzukommen. Ja, Astronaut ist tatsächlich eher eine westliche Betitelung dafür und Kosmonaut ist tatsächlich eher eine östliche, eine russische. Oh, ja. Okay. Also. Also ist ein und der gleiche tatsächlich. Okay. Na gut, okay. Dann aber lass mal die Rakete hier stehen und gehen mal hier vorne dahin oder was, wa? Jo, na dann ab zum. Weiß nicht, was ist das? Zugstation? Das sieht mir nach einem Bahnhof aus. Ne? Also halt eine Bahnstation. Das könnte so bei mir in Berlin sein, Bernau. Hier sieht es genauso aus. Nur ohne den schönen Ausblick. Guck mal, 7 Uhr haben wir. Wunderbar. Schön. Das ist nicht ganz passend, weil wir haben es erst bei uns 6:30, aber ist okay. Ja, wenn der Zug vorkommen wird. Ich lauf mal weiter. Gab's jetzt hier irgendwas? Haben wir irgendwas? Ich habe jetzt nichts gesehen, nö. Unsere Bank? Auch nicht. Unsere Bank. Können wir uns hinsetzen und kurz die wunderbare Aussicht genießen? Das ist aber auch, also wirklich. Also, wenn ich hier auf den Zug warten müsste, der könnte von mir aus Ewigkeiten Verspätung haben. Einfach alleine die Aussicht. Ja. Absolut. Mega. Absolut. Da könnte sich der ein oder andere Hauptbahnhof was davon abschneiden. Oh ja. Auch so Aussicht, ist auch so ein Ding, raffen nur Erwachsene irgendwie. Wenn du Kinder saßt hier, guck dir mal hier die schöne Landschaft. Wo? Ja. Wo? Wo ist er? Na da, wo? Ja. Oh, okay, dann laufen wir mal hier weiter. Oh.
Was haben wir hier? Das ist ein kleines Stellwerkhäuschen. Hallo? No trains have been through here for a long time. That was part of a pattern. Large pieces of this country were thrown away, doomed to become and then remain worst versions of themselves. Beneath all that rot, dark things grow. Ja, tatsächlich ist das wirklich so, ne? Irgendwie in Amerika ist das echt so, dass ganze Städte, quasi ganze Kleinstädte irgendwie komplett sich selbst überlassen werden irgendwie. Ach, du meinst, so sich selbst überdauern irgendwann und das alles irgendwie verrottet und alles. Wow. So eine Ghost Town mäßig wird? Naja, noch nicht mal Ghost Town mäßig, aber du merkst halt einfach irgendwie, da wird halt nicht mehr investiert und nichts. Das wird halt einfach irgendwie egal, ob die Leute da irgendwie arbeiten oder, keine Ahnung, die ganzen Taschen fressen. So, das interessiert dann keinen mehr irgendwie. Oh, so ein bisschen sächsische Schweiz hier. Schön. So, hier haben wir noch einen Zug. Was? Liebt hier jemand? Nee. Gollum? Nein. Gollum. So, okay. Na, ich gehe mal von aus, wir müssen wahrscheinlich dann hier über die, oh, was ist denn hier unten? Über die Brücke? Oh, ist das hier? Achterwasser? Okay. Können wahrscheinlich mit dem Zug hier nicht interagieren, wa? Das nee, sind zu ja, schön. Die sind ja, glaube ich, auch nur die Wegöngs. Oh, schade. Ich würde mich sehr freuen, wenn noch ein Zug kommen würde. Aber, naja. So, ich bin natürlich ein sicherheitsbewusster Mensch und laufe auf der Straße und nicht auf den Gleisen. Aber ich gucke trotzdem noch mal kurz hier in das kleine Häuschen. Mhm. Und dann wieder die Gleise kurz, schön, ne? Links, rechts, okay, kommt nichts. Ganz schnell. Ja, rüber. Was da passieren kann, ne? Da macht's mal kurz plopp. Standard Trees, Freunde. Ihr wisst, was passiert, wenn man einfach über die Straße geht und denkt, die ist frei. So, okay, hier kann man anscheinend auch nicht drin. Alles so geile Ruinen irgendwie. Als Kind Kätzchen liebt. Nur als Erwachsener ist das ganz schlimm hier, aber als Kind ist das ja geil. Als Jugendlicher auch wieder schwierig, finde ich. Ah ja, na vor allem, weil du ja dann noch so die Phase hast, wo du ja weg willst. Oh, jetzt ist ja natürlich die Frage, wo willst du hin? Na, ich würde erstmal, bevor ich jetzt hier 3 Kilometer über die Brücke laufe, gucke ich erstmal hier nochmal schnell. Nee, tatsächlich ist das halt wirklich so, überleg mal, da gibt da 2 Kinder irgendwie in dem Dorf. So, die in deinem Alter sind. Und beide sind Kerle, na, ist doch scheiße. Ist doch, also in der Kindheit ist das cool, weil du hast natürlich im optimalsten Falle echt einen Kumpel fürs Leben oder halt einen schönen besten Freund. So, aber wenn du halt, ich sag mal so, irgendwie du in die Pubertät kommst, ist doch kacke. Also, ist doch scheiße. Ja. Ne, hier, letztendlich hast du das ja hier in Deutschland genauso, ne? In diesen ganzen kleinen Städten und Dörfern. Wenn du da kein Auto hast, dann ist der Hase gepoppt. Sag ich mal jetzt ganz salopp. Der Junge sieht uns übrigens schon. Oh Gott, das sieht ja krass aus. Also, wow. Also, Herr Junger sieht uns wie bitte? Herr Junger schreibt gerade, ich sehe euch schon Zugsimulator spielen. Den spiele ich nur privat. Das Schlimme ist. Ganz privat für mich in meinem Keller mit meiner Zugführermütze. Ich bin der Meinung, ich habe irgendwo auch ein Spiel, Train Simulator 2, glaube ich, habe ich irgendwo in meiner Spielbibliothek. Doch, ich glaube, sowas habe ich sogar. Ey, wirklich? Ja. Ist mal so ein Abschlussgame. Sieht krass aus. Schön. Also, schön flache Äste, aber so ist es halt, wa? Ja, gut, okay. Aber sieht trotzdem toll aus. Madness. I suppose the idea is, if you name a thing, you can control it. There are things in this world that cannot be named. Ja. Das war dran. Aber schön, eine Menge Bänke gibt's hier, tatsächlich. Sag mal, ist irgendeins der Häuser oder ist, gehört alles den wenn wie heißen die? Den Wendegriffs. Das sieht hier nach dem, nee. Bisschen windschief aus, aber verbrannt auch nicht. Das sieht auch nicht verbrannt aus. Okay. Und die unten, die Häuser? Die das ist unser Haus. Das ist unser. So was könnten wir uns leisten hier.
So, okay, na, ich würde jetzt hier einfach mal irgendwie links hoch hin und mir mal das erste Haus angucken. Na, gerne. Und das geht auch noch. Okay. Der ist ja weh upstairs. Gibt es hier Dorfbewohner? Gibt es hier Leute, die, also, jetzt hier mit jemandem interagieren können? Mürrisches Dorfvolk? Ich hoffe nicht. Okay. Oh, das sieht eigentlich nicht so toll aus hier. Hallo, hallo, haben Sie kurz Zeit, über unseren Herrn und Erlöser Cthulhu zu sprechen? Cthulhu. So, okay. Ich beschwöre den Knochenlosen, das ist ja toll, das geht ja schon mal gut los hier. Den einen der Leere, den Zerstörer der Schiffe und den, den die Winde fürchten. Hört mich. Großer Gesandter Fokalor. Ich möchte einen Pakt mit euch schließen, um meine Feinde zu verwirren, um meine Besitztümer zu beschützen. Nutzt die Tore der Verwirrung, um ihr Unheil zu trüben. Urteil. Versiegelt den Weg mit Falschheit und List und gewährt nur denjenigen Zutritt, die das echte Innenleben erkennen können. Aglon, Tetragramm, ach du Schande, Weichon, Simulaton, Esphares, Tetragrammaton, Öl und so weiter und so weiter. Das hört sich ja ganz schön nach Latein an. Nee, das ist, glaube ich, das ist kein Latein, das ist doch irgendwas anderes. Mudi schreibt übrigens auch was ganz Cooles. Lest es doch nicht laut vor. Direkt Dämon beschworen, du super. Stimmt, genau, Necronomicon in den Händen. Sonst ist ja schon bei Evil Dead so gelaufen. Naja, super. Ja, schön. Ja, da hat die Mutti nicht Unrecht. Oh, was ist denn das? Hallo? Aha. Was soll das denn sein? Ja, das ist die neue, Quarzglastür. Die haben sich jetzt kommen lassen. Vom Glaser. Geh mal durch. Okay. Okay. Na toll, Mutti hat's gerade noch gesagt. Wir sind am Arsch. Tauschen? Oh. Ach so? Ach, hast du dir gemerkt, was dahinter war? Ich hab keinen Schimmer, was für ein Raum dahinter war. Ich geh mal durch. War das jetzt richtig? Ich weiß nicht. Das war falsch. War falsch? Ja, weil es ist rot aufgeblitzt. Das andere war bläulich und das war jetzt gerade rot. Was jetzt? Ich wurde aus dem Spiel geschmissen. Warum? Ich weiß nicht. Ich sehe deinen Desktop. Jetzt bin ich wieder drin. Okay. Schön. Okay, ich gehe wieder durch. Das war auch nichts. Wo sind wir? Ach, jetzt sind wir. Okay, was? Wo sind wir? Ach so, wie ist das? Und recht. Oh mein Gott! Gleicher Ausgang. Na, dann nehmen wir mal hier lang. Dann gehen wir mal hier lang. Klar. Okay, ja, wir sind wieder am Startpunkt. Dann schau dich erstmal um und schau dir mal so. Ach so, nee, okay. Hä? Was? War hier nicht? Hä? Ich raff das ja nicht. Haben wir jetzt verkackt? Geh mal nach oben. Oh, das sagst du hier. Geh dir mal an hier, die Treppe. Die ist aber nicht, die sieht nicht so sicher aus. Ah, die ist safe. Die ist definitiv ja safe. Also ich würde sagen, ich hab's verkackt. Kommt mir jetzt nicht so vor, als wenn das jetzt irgendwie das war, was wir machen sollten. Okay, vielleicht musst du ja nochmal nach unten gehen, das Dokument nochmal in die Hand nehmen und dann noch mal zu merken. Du hast recht, das ist doch noch nicht. Okay, dann lege ich es wieder zurück. Ja, jetzt ist schon zu spät. Wahrscheinlich. Ja, habe ich mich gedacht. Ich wollte nämlich da nämlich noch reingucken, von wegen. Was ist das? Ich gehe mal jetzt hier rein. Das war in Ordnung. Gut. Auch der war in Ordnung. Nee, der war Meinung? Nicht. Der war nicht in Ordnung? War der nicht in Ordnung? Warte mal, war der in Ordnung? Der zweite war auch okay. Ja, sie sind schon rot. War er nicht. Okay. Und wo geht's weiter? Wir können ja tauschen. Meine Kamera ist aus. Stimmt. Oh. Ja, habt ihr recht. Meine Kamera ist aus. Wenn die Kamera aus Absicht, Benny will den Angstschweiß verstecken. Schön. Das macht er gerne mal, der Benny. Ach, verdammt. So, jetzt wieder anfangen. So, jetzt bevor du das in die Hand nimmst, guck erstmal da rein, um zu sehen, wo wir überhaupt hin müssen.
So, okay. Also, okay, super. Wir können einen Raum uns angucken. Na, ist ja toll. Dieser wunderschöne Raum lädt die ganze Familie zum entspannten Ausruhen nach der Arbeit ein. Mm. Allein die wunderschöne Tapete ist Entspannung pur. Dazu eine kleine Tine Wittler Duftkerze an und die ganze Familie ist Zen. So, okay. Okay. Kalima, ich hab die nie. So. Ist aber trotzdem ein ganz anderer Raum, den wir hier sehen. Genau, so, also hier habe ich jetzt durchgeschaltet. So, könnt ihr jetzt natürlich hier mal versuchen hochzulaufen? Ja, mach mal. So, noch mehr Türen. Schau mal. Also, noch mehr Türen? Ja, ja. Das ist ja schau. Und den Dachboden, den Dach. Ach so, ach du Kacke, ist ja der. Ach so, aber hier. Noch ach, doch, da gibt es auch noch eine Tür. Wunderbar. Okay, wie? Fällt man da durch? Also nicht durchlaufen, sondern mal durchschalten? Okay. Ich würde sagen, dass das eher. Okay, nee. Ja. Wollen wir noch einen weiter? Noch einen weiter? Das sieht eher wie Dachboden aus. Geh mal da durch. Ah. Gibt's hier was zu entdecken? Nein. Jules Verne. Ach, schön. Also ich würde jetzt einfach mal so gucken, von wegen, in welcher Etage wir sind und was passen könnte für pro Tür durch pro Etage. Klingt nach einem guten Plan, Benny. Also ich hätte jetzt wahllos durchgetriggert irgendwie. Für mich hat das jetzt kein erkennbares System irgendwie mit den Türen. Ja, war jetzt die einzige Ansicht, die irgendwie aussah wie unterm Dach. kennst du dieses Video, wo ein Typ aus dem Fenster blickt? Hey, what's your name? Greg! Fuck you, Greg! Fuck you too! Kennst du das? Nee. Ich weiß jetzt nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber. Ich bin halt ein kleiner niveauloser Schlumpf. So. Okay, das so ist geht nicht. Eine Treppe auch? Nee. Das wird's nicht sein. Genau. Das könnte es sein? Oder? Ja, könnte. Guck mal, was. Oh. Das kann's nicht sein. Da fehlt's zu weit rüber. Ah, stimmt. Ich glaube, es sind auch immer nur drei. Genau, jetzt haben wir hier die Treppe, dann wird es der bitte. Hier. Genau. Oh, schön. Nice. So, nee, das kann es nicht sein. Bisschen, die kann es auch nicht sein. Kannst nur ja, ja, nur der eine kann es sein. Genau, nur der hier. Ein bisschen unheilschwanger, die Musik. Also, jetzt nicht das gerade. So eine entspannte Harfe. Ist total unheilschwanger, die Musik. So, auch dies kann nicht der richtige Durchgang sein. Maybe this one. Or maybe this one. Oh, ist natürlich ein bisschen schwierig. Da muss mal ist jetzt aber tricky, ja. Das ist knifflig. So, warte mal, gucken wir mal, wie viel Platz haben wir denn da nehmen. Na, nicht nur wie viel Platz, sondern ist hier. Ja, hier ist die Treppe. Pass auf, das wird das Letzte sein, weil hier siehst du, wie die Treppe runtergeht und wir haben bei dem einen Ding haben wir so einen Treppenaufgang, der nach unten geht. Bei dem da. Siehst du, da geht rechts die Treppe runter. Also der ist es. Der ist es, ja. Gut. Nice. Du hast so recht, Alter. Du hast so recht. So, dann dürfte das ja. Ach du Scheiße. Nee. Ist zu tief, ne? Ja. Jetzt geht's aber nach links. Das ist auch du liegt nicht richtig. Ei. Ja, das könnte schon sein, irgendwie. Ja. Na, ich bin gerade. Da wäre ich mir echt unsicher. Also da bin ich. Weiß ich nicht. Also hier. Hier würde ich fast sagen, Ditte, irgendwie. Ja, dann probier's aus. Meinst du? Ja, komm. Nee. Scheiße. Wart nicht, schade. Das wart nicht, jetzt doch. Okay, dann gucken wir mal, vielleicht können wir uns ja einen Fehler erlauben. So, okay. Das könnte es eigentlich. Ist ein bisschen dunkel. Na, geht wieder eine Treppe runter. Aber, dass da eine Wand ist, ist doch eigentlich falsch dann, oder? Weil es geht doch da weiter. Dann können wir mal hier schauen. Oh, das haben wir auch alles. Aber du bist da. Okay. Nee, das ist auf jeden Fall nicht. Das ist es auch nicht, weil das nämlich die andere Seite ist, nämlich da. Da siehst du den Tisch, genau. Dann muss es das sein. Scheibenkleister ist es nicht.
Das ist ja doof. War es nicht. Ne, jetzt müssen wir eh wieder von vorne anfangen. Aber das kriege ich, also oben kriege ich halbwegs hin. Ja, wohl auch nicht. Nee, ja, doch, ist das das hier, genau, da drüben. Das ist die Tür hier. Genau, also das ist auf jeden Fall nicht. Da bin ich mir unsicher, aber das haben wir auch noch nirgendwo gehabt, aber dafür ist mir das irgendwie zu kurz nach hinten irgendwie. Ich hab gefühlt... Die Seite hier ist zu kurz. Ja, deswegen wäre für mich nur das irgendwie... Aber ich weiß nicht. Also ja, das geht noch ein bisschen rüber. Du entscheidest. Ich naja, du machst es mir aber einfach jetzt hier schön. So. Weil wir haben ja auch endlich jetzt der Tausender eine ganze Weile nach da. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, das wäre der längliche Schlauch, weißt du? Aber haben wir das nicht davor schon genommen? Mir kommt so vor, als hätten wir das davor schon genommen. Ich weiß es nicht, verdammt! Du, ansonsten, ne, wie der Junge sagt, würfel es aus. Ja komm, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. 7 ist AFK. ich geh durch, ich tut! Ja, sehr gut. Nein! So eine Scheiße! Okay, was haben wir hier? Das könnte sein. Ja. Ne, weil viel. Ja, Platz viel war hast du nicht mehr, genau. Deswegen, das sieht gar nicht. Den hatten so. Wir auch noch nicht, ne? Richtig, das ist auf jeden Fall nicht. Ja, ist der safe. Nice. Richtig. Sehr gut. So. Und jetzt hier. Mit mich. Hatten wir den das schon? Könnte. Ja. Oh, das ist aber. Nee, das kann er nicht sein. Nee, weil das Haus geht auf jeden Fall noch ein Stück nach rechts. Ja. So, den haben. Nee, das kann auch nicht sein. Den haben wir schon. Grade. Genau, dann muss es der haben, sein, oder? Genau. Ah, oh, bitte lass es das sein, bitte. Jawohl! Ja. Lol, was? Wie? Was ist das denn? Das Studierzimmer. Ich kann noch nicht durchswitchen. Ich geh einfach durch. Oh, der hat ja schöne Sachen hier. Der hat ja schöne Sachen hier gemacht. Ganz schau. Einst lebte ein Zauberer in einem alten Haus und bereitete Tränke zu, mit denen er in die Zukunft sehen konnte. Die Leute aus dem Dorf kamen zum Haus des Zauberers und verlangten von ihm, seine Tränke mit ihnen zu teilen. Wir möchten auch in die Zukunft sehen, sagten sie ihm. Aber der Zauberer sagte nein. Die Leute aus dem Dorf wurden wütend und verbrannten das Haus des Zauberers. Doch der Zauberer wusste, dass das geschehen würde. Er hatte seinen Trankraum bereits mit einem Zauber belegt. Das Haus brannte, der Raum aber nicht. Die Leute aus dem Dorf warteten, doch der Zauberer kam nie heraus. Ja. Why are you standing there? You spying? No. No. What the hell is wrong with you exactly? Nothing. You need to stop leaving your stupid stories around. They're freaking everyone out. Ah, krass, und das ist auch wieder so eine Geschichte von dem Jungen gewesen gerade. Ach, cool, ey. Aber das gefällt mir richtig gut.